Ladies and Gentlemen, ein herzliches Willkommen zurück. Heute wieder zu Eure Stelle Teil 2. Im ersten Teil haben wir ja echt mega tolle Stelle gesehen. Und dieses Mal sehen wir noch bessere Stelle. Sowas hat man echt noch nie gesehen. Echt heftig. Und wenn ihr gerne auch mal eure Stelle auf meinen YouTube-Kanal zeigen wollt, dann schreibt mir einfach bei Instagram. Wer kein Instagram hat, dann schreibt mir einfach eine E-Mail und dann schickt mir einfach dort die Fotos. Zum Beispiel könnt ihr dann auch eure Kaninchenfotos dort auch schicken für die nächsten Teile. Aber jetzt werden wir erstmal eure Stelle anschauen. Und wie man gerade hier schon bei dem Foto sehen kann, das ist auf jeden Fall bei einem Züchter. Nur wissen wir jetzt nicht, welche Kaninchenrasse der züchtet. Aber das ist ja jetzt völlig egal, wir sind ja bei eure Kaninchenstelle. Ja, so sieht es dann bei vielen Züchtern aus. Wie viele Ställe sind denn das? 26? Boah, 39 Ställe. Aber ich denke mal, zwei Türen hier ist ein Stall, denke ich mal. Kann sein, dass es doch 39 Kaninchenställe sind. Das wäre heftig. Boah. So, das nächste Foto. Ich habe mich jetzt mal kurz weggemacht, damit man alles sehen kann. Das sieht auf jeden Fall echt mega aus, oder? Also, der Kaninchenstall befindet sich auf jeden Fall in der Wohnung drinne. Und ich weiß jetzt nicht, ob die das selber gebaut haben. Das sieht mir auch wie gekauft aus. Also, das Holz mit dem Plexiglas. Mega geile Idee. Cool. Die Kaninchenburg mit den zwei Türmen und hier. Cool. Da ist ein Kaninchen, da ist eins, da. Hier unten ist eins. Auf jeden Fall reichlich Futter haben sie drin. Das sieht echt cool aus. Wow. So, da bin ich wieder. Der nächste Stall. Der ist, glaube... Ja, wo ist der drunter? Ich denke mal unterm Carport nicht. Schwer zu sagen, wo es ist, aber auch auf jeden Fall echt cool gebaut. Ja, auch hier so mit Bodenhaltung, finde ich echt klasse. Alles so eingezäunt. Cool. Schön Platz haben sie da. Was ist das für ein Kaninchen? Ich glaube, das ist so irgendwie ein Chinchilla-Kaninchen. Also trocken haben sie es auf jeden Fall hier. Windgeschützt wahrscheinlich auch. Wissen wir jetzt auch nicht, wie es von den anderen Seiten aussieht, aber top. So, das nächste Foto. Aha. Das ist auf jeden Fall ein gekaufter Stall, aber der sieht irgendwie leer aus. Ist hier gar nichts mehr drinne. Oben sind selbstgemalte Fotos, wahrscheinlich die hier drin gewohnt haben oder wahrscheinlich noch drin wohnen. Ah, sieht aus wie der Fred, hier aus wie der Twix, die ehemalige Shaggy, aber der heißt Rolli. Das will ich jetzt nicht. Ne. TL kann ich nur entziffern. Torti? Heißt das Torti? Wahrscheinlich hier Pauni oder. Sieht aus wie die Blue. Aber so einen Stall kann ich euch auch empfehlen für Zwergkaninchen. Ja, die reichen völlig aus. So, das ist auf jeden Fall nochmal von dem Halter. Hier sieht man rechts nochmal den Stall. Und da geht es auf jeden Fall nochmal weiter. Also das ist wahrscheinlich hier so in einer kleinen Holzhütte so alles zusammengebaut hier. Da können sie auf jeden Fall hier hoch, dann runter. Cool. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das Foto dazu gehört. Aber es könnte wahrscheinlich sein, weil hier unten sieht man die Kaninchen, die wir gerade auf den Fotos gesehen haben. Aha. Aber ich frage mich, wo ist denn das drinne? Aber das sieht unniedlich aus, guckt mal hier. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie man das nennt. Eine Lichterkette, wahrscheinlich sind das auch Lichter, nur mit Kaninchenköpfe. Passt doch, ist doch super. Haben sie es auf jeden Fall trocken und warm hier drinne. So, der nächste Stall, der ist auf jeden Fall draußen und ein bisschen mit Schnee zu.
Da wohnen, wie man sehen kann, zwei Kaninchen drinnen, also zwei Zwergkaninchen. Der ist auf jeden Fall selber gebaut, man sieht's. Der sieht mir auch gar nicht irgendwie so gerade aus. Guckt mal, wie bisschen schräg hier. Ja. Einfach gebaut der Stall, aber reicht zu für Zwergkaninchen. Aber ich würde euch auch empfehlen, im Winter zum Beispiel eine Decke vorzuhängen, damit das jetzt nicht so reinzieht in den Stall. Wow. Das ist ja mal krass. Auch so ein kleines Holzhaus, wo die Kaninchen drin wohnen. Und dann kennen sie ein schön großes Freigehege. Das ist so hier, ja, so ein Teichnetz. Das finde ich auf jeden Fall echt klasse. Also bis jetzt ist das hier der beste Stall. Ja, top. So, das ist jetzt vom gleichen Halter. Jetzt sieht man, wie das im Holzhaus drinne aussieht. Da ist der kleine Stall. Vier kleine Kaninchen. Ja, keine Ahnung, was das ist. Irgendwas mit Röhrenkaninchen, so ähnlich. Schlappohr und ja. Na, viele nehmen den Geräteschuppen als Kaninchenstall. Ne? Also jetzt stehen wir ja im Auslauf. Cool. Ja. Ach, guck mal hier mit Fenster sogar, damit ein bisschen Licht in die kleine Holzhütte reingeht. So, der nächste Stall. Boah. Krass. Das ist einfach nur krass. Aber das ist jetzt hier im Sommer gemacht worden, das Foto. Aber das ist jetzt völlig egal. Das finde ich auf jeden Fall echt mega. Das ist wahrscheinlich aber nur hier, oder? Nee, ich glaube, hier ist so ein kleiner Eingang. Wahrscheinlich ist hier dahinter der Stall dann. Und das ist hier nur das Freigehege, aber auf jeden Fall echt cool gebaut. Der Boden ist hier aufgeschüttet mit Rindenmulch. Ja. Ach, hier so Pflanzkübel mit eingesäten Salat für die Kaninchen wahrscheinlich. Cool. Auch ein Foto von dem Halter. Und hier sind die Kaninchen gerade draußen mit zwei Meerschweinchen. Man sieht es dort, so wie Holländer farbig, schwarz-weiß. Und dahinter ist ja das Freigehege. Übrigens, die zwei hier unten, das sind, glaube ich, Thüringer Widderkaninchen. Ja. Ja, hier ist noch ein Foto. Hier ein bisschen Draufsicht. Das ist auf jeden Fall cool gemacht, ey. Cool. So, der nächste Stall ist wahrscheinlich irgendwo drin. Das ist auf jeden Fall selber gebaut, man sieht das. Cool gemacht mit der Lichterkette, da haben sie auch ein bisschen Licht. Ah, jetzt sehen wir's. Also, hier können sie doch durch. Und wahrscheinlich hier zu den Ställen. Und hier draußen ist noch ein kleines Freigehege. Ne? Aber wo ist denn das drinne? In der Wohnung ist das, glaube ich, nee, das ist wahrscheinlich wieder irgendwo. So, das nächste Foto. Das sieht ja mal cool aus. Da ist wahrscheinlich ein Züchter, der Lokaninchen züchtet. Und guckt mal, wie die Türen hier aufgehen. Die gehen einfach mal nach unten. Das ist auch mal eine coole Idee. Das habe ich auch noch nie gesehen bei Kaninchenstellen. Ja, der Kaninchenstall steht auf jeden Fall höher, deswegen lassen sich die Türen so öffnen. Ich würde auch echt gern wissen, was hier so drauf steht beim Schild. Wenn jetzt die Türen oben wären, da steht nämlich irgendwas. Aber das ist cool gemacht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob dieses Foto mit dazu gehört. Ich denke mal, hier ist das Freigehege dazu. Soll das ein Stall sein? Sieht mir ziemlich klein aus. Sieht ein bisschen aus wie so ein Hühnerstall. Schwer zu sagen. Der nächste Stall. Heidi und. Weiß ich nicht. Kann ich nie lesen. Der Stall ist auch selber gebaut. Unten drunter ist sogar ein Freigehege mit dran gebaut. Ja, leider haben wir gerade keine Fotos mehr gesehen vom vorigen Foto. Jetzt kommen wir aber zum nächsten Foto. Das ist auch mal wieder selber gebaut. Bisschen älterer Stall. Reicht aber zu für den Kleinen hier. Irgendeine Schecke ist das hier. Aber das Brett, das ist mir ganz schön hoch irgendwie. Wäre das jetzt nur bis zur Hälfte, dann würde man mehr sehen.
Ja, aber das ist eigentlich egal. Umso höher das Brett, dann fliegt weniger raus. So sieht's ein bisschen von nahen aus. Passt doch. Reicht doch zu. So Leute, jetzt kommen wir zu einem Kaninchenstall, den wir noch nie gesehen haben. Und das ist wahrscheinlich der allerbeste Kaninchenstall, den wir bisher gesehen haben. Das ist ja unfassbar. Wir sehen dann nämlich gleich, wie die das alles erbaut haben. Ey, guckt euch das mal an. Das ist ja heftig. Ey, wie groß ist das denn? Und guckt mal hier, so sieht's von drinnen aus. Boah. Mega. Da hinten im Hintergrund ist sogar eine deutsche Riesenschecke zu sehen. Krass. Also so stelle ich mir das auch vor, wenn ich irgendwann mal ein Haus habe mit Platz, damit ich sowas auch erbauen kann für meine Kaninchen. Bisher habe ich das leider nicht. Da müssen wir leider noch warten. Mehrere Etagen hier im Hintergrund. Drei Etagen sogar, hier geht es ja noch höher. Also, hier habe ich so ein bisschen Angst, dass die hier runterfallen. Das ist schon heftig gemacht. So sieht's aus, wo sie es fast fertig hatten. Also der Rohbau sozusagen. Da ist ein großer Hund. Krass, oder? Boah. Wie viel Meter sind denn das? Sind das 20 Meter Kaninchenstall? Hier sieht's aus noch ohne Dach. Aha. Cool. Auf jeden Fall echt viel Holz hier verbaut worden und ganz schön viel Platten. Krass. So sieht es dann von drinnen aus. Aber ich frage mich, was sind denn das hier für Bretter hier an der Seite? Das sieht man schlecht, ob das ganz kleine hier sind oder große Platten. Aber das sieht ja mega aus. Boah. So sah es dann aus, wo sie fast alle Platten fertiggelegt haben. Aha, ja. Jetzt sieht man, wie sie die Holzbalken festgemacht haben. Also das sind so, nennt man wie Hohlblocksteine. Weiß ich jetzt nicht ganz genau. Das ist eine coole Idee. Krass. Ja, hier haben sie auf jeden Fall roten Split genommen. Ach, ist ja egal, welcher Split hier man nimmt. Hauptsache Split. Also hier sind bestimmt 100 Platten verbaut worden. Ach, hier vorne haben die Kaninchen wahrscheinlich schon drinne gelebt und dann wurde was Größeres errichtet. Also die haben auf jeden Fall Platz, man sieht's. Und so sah alles vorneweg aus. Da haben sie auf jeden Fall erstmal die ganze Erde weggegraben. Haben die das echt wirklich alles mit Spaten und Schaufel weggegraben? Oder war davor schon irgendwas? Aber mir sieht das aus, als ob die das frisch hier alles gemacht haben. So, hier ist noch ein Foto von drinne, wo es fertig dann war. Oh, wie kommt man auf so eine Idee? Das ist ja mega krass. Cool. Kann man schön die Tür öffnen. Geht's rein in den kleinen Stall hier. Ja, hier ist der kleine Lagerraum, wo sich das Trockenfutter befindet, das Heu, Stroh haben sie hier nicht. Ne? Alles, was man braucht für die Kaninchen. Top. Krass, so stelle ich mir das auch vor, irgendwann mal so eine kleine Ecke zu haben, wo ich das ganze ja, Heu und Stroh reinmache. Momentan habe ich das ja im Gewächshaus. Ist ja auch relativ alles trocken. Ne? Top. So, wir kommen zum nächsten Stall und der ist wieder in der Wohnung drinne. Auch auf jeden Fall echt cool gebaut hier. Wieder mit Plexiglas, dann mit Gitter hier ein bisschen. Also der Hintergrund, wo habt denn ihr sowas her? Wo Kaninchen mit Gras drauf ist hier. Also, das sind. Was sind denn das für Platten? Holzplatten? Boah, schwer zu sagen.
Also das ist praktisch, das ist super. Auf jeden Fall ist das gut für Zwergkaninchen. Man sieht hier unten im Zwergkaninchen, ja. Halleluja. Boah. Wir sehen den nächsten Züchter und der tut, glaube, in eine Rex-Art züchten. Irgendwas mit Rex, oder? Sieht man leider schwer. Oder ist das so Burgunderkaninchen? Weiß ich jetzt nicht. Ey, wie viele Ställe sind denn das? Das sind ja auch 3 Etagen. Ja, 24 Ställe, ey. Boah. Cool. Wo ist denn das drinnen, ey? Das mit der Beleuchtung hier oben ist auch genial gemacht. Hat man auf jeden Fall viel Licht. Ja, so sieht es bei vielen Züchtern aus, ja. So, das nächste Foto. Das ist wieder in der Wohnung drinne, in einem kleinen Raum, wo die Kaninchen sich drin befinden. Was sind denn das hier so für Wände? Sind das so Gipsplatten? Würde mich mal interessieren. Oben an der Decke ist so eine Lichterkette, damit sie auch Licht haben. Und hier haben wir ein Foto, wo die Kaninchen drinne sind. 3 Zwergkaninchen hier. Das dort, also die beiden sind hier, glaube ich, Löwenköpfchen und das hier weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich ist es auch ein Löwenköpfchen. Cool. Naja, passt doch. Also wer keine Möglichkeit hat, die Kaninchen draußen zu halten, wieso nicht in der Wohnung mit einem kleinen Extrazimmer? Passt, ist doch toll. Das ist auch mega cool gemacht. Das ist hier nur das kleine Freigehege und dann geht es wieder rein zum Stall. Top. Sieht so ein bisschen aus, so wie so ein, ja, Vogelkäfig. Kann sein, dass früher mal Vögel dort drinnen gewohnt haben und jetzt nur noch Kaninchen drin sind. So sieht's dann drinnen aus. Auch wieder hier mit Platten verlegt. So, hier haben wir noch ein Foto, wo die Kaninchen ein bisschen zu sehen sind. Da guckt gerade eins raus, was dann wahrscheinlich gleich die Treppe runterrennt. Aber die Treppe scheint mir ein bisschen zu klein zu sein, nee, dass die runterfallen. Oh. Na Leute, wer kennt ihn? Das ist Villa Paradies von Jason. Von dem haben wir mal ein Video gezeigt auf meinem YouTube-Kanal. Und so sieht es dann von weitem aus. Mega krass gebaut. Also kann ich nur Daumen nach oben geben. Echt mega. Also das hat bestimmt auch echt lange gedauert, das alles zu bauen. Und so sieht es dann im Winter aus. Auch eine coole Idee. Haben sie unten abgehangen mit Plane, damit das jetzt nie so reinweht, weil ich glaube, der Jason, der wohnt, glaube ich, im Erzgebirge und da schneit es echt viel und man sieht das hier, da liegt schon vielleicht 10 cm Schnee und das ist eine gute Idee, dass sie da die Plane dran gemacht haben. Na, top. So, aber wer ist heute der Gewinner von Eure Kaninchenstelle Teil 2? Das kann eigentlich nur einer sein. Und zwar dieser Stall hat in der Folge 2 gewonnen. Das ist so krass. So stelle ich mir das auch bei meinen Kaninchen in der Zukunft vor. Mega. Boah, kann man nicht meckern. Also hier einfach ein großes Lob, einen Daumen nach oben. Habt ihr euch echt viel Mühe gegeben. Wenn ihr auch gerne Fotos von eurer Stelle schicken wollt, dann macht das gern bei SchustigS offiziell Instagram oder wer kein Instagram hat, einfach eine E-Mail schicken. Und da sehen wir dann uns im nächsten Video wieder. Und wenn das Video euch gefallen hat, wie immer, lasst eine gute Bewertung da. Wiederschauen, reinhauen.